Was ist das denn hier? Da hat jemand ein Loch in die Wand gemacht. Wer macht denn sowas? Nur großen Wahnsinnige. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir diese blöden Dokumente zerstört, aber wir müssen doch eigentlich diesen komischen Weisen finden, diesen den Typen mit den verschiedenen Augenfarben. Voll das Luftattentat. Wieso wissen die alle unseren Namen? Was ist das denn für ein Assassine? Viel zu auffällig. Du bist kein Patriot. Nein, bist du nicht. Das probieren wir noch mal. Keine Ahnung, was da auf uns schießt, aber es kann nicht gut sein. Da sind wieder Landsleute. Patrioten. Die sind so patriotisch, dass sie das Blut ihres eigenen Volkes mit Freude fließen lassen. Genau. Das September-Massaker. Hallo. Na, schon Minderwertigkeitskomplexe? Heute Morgen wurde ich von 3 Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich "Lang lebe die Republik" rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief "Lang lebe die Republik". Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halbverhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Ich glaube, das ist ihm nie so ganz gelungen. Und wieso haben im Spiel eigentlich alle so riesige Köpfe? Ist ja schon mal aufgefallen. Die haben alle so riesige und vor allem gelbe Köpfe. Alle. Ich glaube, es gibt ein paar, die haben, also vor allem die Männer haben extrem große Köpfe in dem Spiel. Oder kommt mir das nur so vor? Kommt das nur mir so vor? Bin ich einfach sonst nur Schrumpfköpfe gewohnt? Nehmt ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Also ich meine jetzt vor allem Hauptpersonen haben extrem große Köpfe. Und vor allem Arno. Kommt schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Ui.
ein Kopf. Das wäre die Lockenpracht gewesen. Das Gebiet erkunden und für Gelegenheiten sorgen. Einen Geheimzugang gibt's. Ja, sehr toll. Der Geheimeingang ist bestimmt hier. Hä? Ich weiß ja nicht, ob hier unten irgendwelche Wachen sind. Deswegen sprinte ich mal. Ey, sind wir wieder hier? Was soll das? Ich bin verwirrt. Hier irgendwelche Leute? Ja gut, ganz oben auf dem Turm. Okay. Ich würde sagen, ganz oben auf dem Turm. Die jucken uns weniger, aber sind ja auch welche hier. Was sagen die da? Verzeihung. Habe ich dich gestört? Fluchter Zauderer! Nein. Warum sollte ich anhalten? Irgendwo scharf abgebogen? Ich habe immer noch keine Phantomklinge. Was soll das denn? Er muss hier irgendwo sein. Aber wo? Wird er uns eigentlich gesehen? Ach, durch das kleine Ding hier. Aha. Witzig. Können wir die da... Komm da nicht hoch. Eine Bewegung. Ah, das war die Unterstützungsgelegenheit. Sollen die Schurken töten? Was sind für Schurken? Beobachtet sie, Männer! Gott wird euch strafen! Leise! Behaltet sie im Auge! Bastarde! Keine hektischen Bewegungen! Ich wollte mir doch nichts. Verflucht euer Leben! Bin gar nicht da. Hab dich! Also die KI ist echt zum Schreien. Merci, Monsieur. Bürger, anhalten! Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber danke. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Und das da oben? Keine Ahnung, was das sein soll. Dann soll es hier noch irgendwo eine Ablenkungsgelegenheit geben. Komm ich da nicht hoch? Scheinbar nicht. Das ist doof. Weil der Typ, der hat uns die ganze Zeit im Visier. Komm ich hier hoch? Ja. Der nervt mich nämlich hier ein bisschen. Luftattentat. Sollen wir darauf hoffen, dass wir Phantomklingen bekommen? Betäubungsbombe, Heilstuch, Feuerstein. Aber natürlich keine Phantomklinge. Da geht es nicht hoch. Oh, ist das anstrengend.
da nicht hochgeht, dann muss er irgendwo anders lang gehen. Ich meine, das Treppenhaus ist jetzt zu. Ich kann noch mal kurz gucken. Aber ich meine, das wird zu gewesen. Ja, zu. Und man kann hier auch nicht irgendwie hinklettern, oder? Ich meine, theoretisch doch schon, oder? Der lässt sich wirklich von so einem blöden Trapez oder so aufhalten? Oder so einen blöden Laken, dass er... Ich meine, der könnte theoretisch da die Kante ergreifen oder über uns. Aber er will nicht. Nein, ich will da nicht rein. Ich will... Nein! Nein! Lasst mich zurück! Lasst mich hier! Was? Habt ihr gehört, wie lieblich sie singen auf dem Weg nach unten? Ihr Tiere! Wie mag wohl ein Adler klingen, wenn sein Schädel aufbricht wie ein Ei? Hm? Alter, kann ich da mal jetzt mal... Alter, der... Der klettert echt wie ein Ochse. Ja, da geht's offensichtlich nicht lang. Ich habe auch keine Ahnung, wer da gerade gesprochen hat oder wer da geflogen sein soll, weil ich habe nichts gesehen. Verdammt, was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Ich hab dich im Auge. Lass sie liegen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Sonst war's das was. Lustig, dein Gesprächspartner ist gerade gestorben und dir fällt es nicht auf. Ach so, ganz oben ist der Typ, den wir töten müssen. Aber wie kommen wir in den Turm ganz hoch? Noch irgendwer hier? Ah, tatsächlich, hier ist noch einer. Können wir das Gefängnis theoretisch aufmachen? Das geht. Die Tür können wir öffnen, aber die restlichen nicht. Was schade, ich würde die gerne freilassen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie irgendwas Großartiges falsch gemacht haben, die Leute hier. Ich glaube, die sind zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Das jetzt? Ich will eigentlich nur den Turm hoch und das Ablenkungsmanöver starten. Da bitte habt eine Phantomklinge für mich. Es kann doch nicht so schwer sein, mir eine Phantomklinge zu geben. Muss auch irgendeiner dabei ein Messer dabei haben oder so. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Schlagt sie zurück! Vive la Revolution! Bleibt ruhig! In die Bresche! Haltet die Reihe! Tötet sie alle! Bleibt liegen! Und ein bisschen drüben! Hallo! Ehe ihr euch ins Getümmel stürzt! Macht ihr nichts daraus! Irgendwann ereilt es uns alle! Fahrt zur Hölle!
Keine Ahnung, warum die uns jetzt nicht angegriffen haben. Die greifen uns sonst immer an. Aber... Er ist auf dem Dach. Guter Junge. Kommt, Leute. Nach oben. Das ist meine patriotische Pflicht. Die KI ist echt zum Schreien, oder? Wenn du stehen bleibst, verspreche ich, dass ich dich schnell töte. Ach so ist das. Als erstes breche ich dir die Beine weg. Kann ich jetzt den Turm hoch? Gut, ich habe zwar keine Ahnung, warum ich da jetzt ein Ablenkungsmanöver brauche, um den zu töten, weil ich könnte den jetzt einfach... Ich bin ja schon fast da, theoretisch. Aber okay, ich mach's trotzdem mal. Ach, natürlich die Fahne anzünden, die Flagge anzünden. Halt dich her, du Bürger! Warum? Ich bin in das Hirn. Oder den Turm. Ganz schön schnell in Flammen war das Zeug. Na los, Aufseher! Lasst uns anstoßen! Vive la Revolution! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ah, seht! Er vermisst euch! Seltsam. Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast! Ja, schön. Ich hab es gesehen. Er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt trat. Das ist so witzig. Oh! Schmollt ihr etwa, Aufseher? Es tut mir unendlich leid, Aufseher. Es ist nun... Wir konnten den Rest von ihm nicht finden. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben... Er redet von dem Typen, den er auf einem Stab platziert, also vom Kopf. Den er auf einem Stab umgeschwießt hat. Er ist sehr witzig. Zum Totlachen. Die KI ist echt zum Schreien. Das ist unglaublich, wie gut die KI ist. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, muss man echt sagen. Kommen wir denn da jetzt hin, ohne gesehen zu werden? Gar nicht, oder? Kriegen wir denn jetzt eine Phantomklinge? Die wäre jetzt nämlich echt nützlich. Nein, natürlich nicht. Wir kommen da gar nicht hin, oder? Ui, Club ist auf dem ersten Platz. Ich bilde mir doch nichts ein. Doch, du bildest dich ständig was ein. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Valet de Luxembourg. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bring ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Hungert sie aus.
Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen, aber seid vorsichtig. Was ihr Vorschlag dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Das hat ja super geklappt mit dem Auszungern. Ach, aus dem Gebiet fliehen, sollen wir jetzt ein Angsthase sein oder wie? Das heißt, hier, was er nicht sehen kann, ich sehe alles. So, komm, wenn du eine Nase popelst. Also auf damit. Und auch wenn du vorspulst oder den Schon ausmachst, ich sehe das. Jetzt fliehe ich aber. Ist mir doch zu blöd. Das Abrollen hat sich echt gelohnt. Da könnt ihr mich nicht mal irgendwie so runterspringen. Huch. Skurril. Guten Tag, mein Freund. Sind Sie etwa auch ein Assassinen? Oder ein Templer? Hä? Was? Warum sind da Köpfe im Dach? Das ist ja... Hä? Verstehe ich nicht so recht. Wieso stehen da Köpfe im Dach? Ich wollte es von unten nicht glauben, also bin ich hochgeklettert, aber es sind ja tatsächlich Schädel und Knochen im Dach. Ah, das ist interessant. Vielleicht sollte ich einfach mal weitergehen. Nee. Avez-vous une question à me poser? Ja. Ja, vielleicht findest du da drin einen neuen Arm. Das ist echt ein Versuch wert. Zau. Einfach nur bizarr. Da hast du deine Steuer. So. Weißt du was? Ich mache jetzt eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Ciao.